Dear, close to the sun of the day, near to the moon at night, we live in a lovely way, dear, sharing a love in the pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars will shine a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon. Sharing a love in the pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west, east of the sun and west. Is of the sun and west of the
Good evening, and welcome to tonight's episode of Live at Mommers. Sit back and relax to the Klaus Graf Quartet, with Klaus Graf on saxophone, Olaf Polzin on piano, Axel Kuhn on double bass, and Meinhard Obi-Diener on drums. Thank you.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen. Klaus Graf Quartett heute live at Mochers, Volume 39. Ich stelle mal kurz die Band vor. Wir haben am Flügel eben in einem fantastischen Solo, wie immer muss ich schon sagen, gehört Olaf Polzin. Dann am Kontrabass Axel Kühn. Und am Schlagzeug der Monster Swing, der Obi Jenne. Yeah. Mein Name ist Klaus Graf, ich spiele Saxophon in der Band und wir präsentieren heute Musik der neuen CD des Klaus Graf Quartett. Die CD ist noch nicht veröffentlicht, kommt am 4.6. raus, aber wir haben sie schon dabei und natürlich die Musik sowieso. Es ist Musik von unserer Indien-Tournee von 2020, wir waren 2017 und 2020 in Indien auf Tour mit dieser Band und hatten letztes Jahr einen fantastischen Live-Mitschnitt in Delhi im Piano Man gemacht. Das ist ein wunderschöner Club, der Club von Arjun Gupta, so heißt der Eigner in Delhi. Und wir haben da einen super Live-Mitschnitt gemacht und der ist jetzt veröffentlicht worden. Ich wünsche viel Spaß bei der Musik heute Abend. Yeah, I have the honor to announce everything in English for our non-German speaking friends and listeners, especially for our friends from India, because we did a tour which was really great fun last February, short before Corona appeared, really last minute. We made it home and then everything was closed. Yeah, we play music from a concert which was recorded live at the Piano Man in Delhi. Compositions from Klaus and some standards. Yeah, enjoy. Das nächste Stück, was wir spielen, also erstmal das erste Stück, was wir gespielt haben, war Arriving Soon von Eddie Cleanhead Winston aus dem Programm von Cannonball Adderley übernommen. Und jetzt kommen wir an ein Stück, das habe ich komponiert, schon längere Zeit her. Das heißt Home Zone. Home Zone, das ist die Gegend, wo ich lebe, mein Umfeld. Und das ist gar nicht so weit von hier. Über Botnang, über die Solitude runter, dann nach Gerlingen, Ditzingen und dann wird es immer entspannter. The next song we play is called Home Zone. And this is a very relaxed song. It's a very relaxed place by Home Zone. Thank you.
So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob sich schon was im Chat getan hat. Denn das Tolle ist nämlich hier, man kann bei YouTube auch live kommentieren und uns zum Beispiel Grüße schicken oder irgendwas schreiben. Jetzt schaue ich mal, ob sich da schon was getan hat. Okay, da hat sich schon einiges getan. Norbert Lang schreibt, Leute, ihr seid fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ja, Norbert. Dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die uns Klatschzeichen, also virtuellen Applaus hierher schicken. Vielen Dank. Das macht zum Beispiel der Pictel Pickt. Saxodio schickt auch Applaus. Genau. Dann Bobby Mohan schreibt Bobby from India. Wow. Bobby Mohan watching. Genau. Trivandrum. Trivandrum. He's from Trivandrum. Sehr gut. Dann Norbert Lang schreibt wieder mal exzellenter Sound. Respekt, Lob an die Technik. Ja, absolut. Patrick Tompert macht hier einen Wahnsinnsjob. Kann man wirklich nicht anders sagen. Grandios. Ich glaube, das gibt es weltweit nicht nochmal, dass ein Mensch diese ganze Technik bedient und so eine Hammerqualität liefert. Also wirklich ganz toll. Genau. Dann der Wilfried Genter schreibt, fast Heimatklänge. Klaus Graf und Band sind immer hörenswert. Grüße aus Hemmingen. Yeah. Dann, genau, brillant and brought back a lot of memories, schreibt J. Hinsip, keine Ahnung. Dorothee Freund schreibt, großartige Band, astreiner Sound. Vielen Dank, Dorothee. Dorothee ist eine der größten Jazz-Fans wahrscheinlich, die es überhaupt auf der Welt gibt. Besucht uns regelmäßig bei unseren Konzerten in Clubs in Baden-Württemberg. Also vielen Dank für den Support, liebe Dorothee. Dann Thomas Steiber schreibt, routiniert, aber aprilfrisch, kraftvoll, aber empfindsam. Einzelkönner und Teamplayer, so klingt starker Jazz. Wow. Wow, was soll man da noch sagen? Norbert Lang macht den hier. Genau. Jakob Bench, Axel, schreibt er. Paul Dupont schreibt, Jakob. Saxodio schreibt, hey, sau cool. Schöckingen klingt einfach gut. Meine Herren, du, da ist was los, du. Sabine Zimmermann schreibt, liebe Grüße an Patrick, toller Sound, fantastische Musiker. Felix Langmeier schreibt, Grüße aus Gernsbach von der Ox Crew. Jakob Ben schreibt noch, Grüße an alle. Mame schreibt, Grüße aus Schöckingen von Regina und Markus. Cooler Start. Und Uwe Lettens schreibt, Grüße vom Schurwald bei Esslingen. André schreibt, yeah, viel Spaß. Also schon eine Menge an Kommentaren. Später gibt es nochmal die Möglichkeit, oder da werde ich nochmal ein paar Kommentare vorlesen. Deswegen könnt ihr fleißig weiter kommentieren. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug Kommentare. Jetzt geht es weiter mit Musik. Jetzt geht es weiter mit Musik. Und vor ein paar Wochen war hier ein Livestream zu sehen mit dem Markus Harm Quartett. Und der Bassist des Quartetts, Jens Loh, hatte seinen Sohn Phileas als Überraschungsgast dabei. Der durfte eine Nummer mitspielen, beziehungsweise er wurde eingeladen, eine Nummer mitzuspielen, weil er am Tag davor den Soundcheck für den Schlagzeuger Dominik Raab, der erlebt in Köln, gespielt hat. Bei uns gab es gestern eine ähnliche kleine Sache. Obi Jenne konnte auch am Anfang den Soundcheck nicht spielen, weil er bei seinem Verein für Bewegungsspiele aus Cannstatt unabkömmlich war. Und wie es der Zufall will, habe ich auch einen schlagzeugspielenden Sohn. Der hat dann am Anfang den Soundcheck gemacht und Obi überlässt ihm dankenswerterweise jetzt ein Stück in unserer Band und heißt mit mir herzlich willkommen Jonathan Graf. Please welcome my son Jonathan on drums.
Are you having fun? Great, 'cause we're here for the long run. If you like what you see and hear, show some love and we won't disappear. Donate, donate, donate. Donate, donate. Yes, that's right, go to the link below. Now let's get back to the show. Yeah. Ah. Zu Hause an den Bildschirmen nochmal ein herzliches Willkommen hier und vielen Dank an Jonathan Graf. Hat er fein gemacht, ne? Respekt. Respekt. Und wie gesagt, donaten ist wichtig, Spenden sind wichtig für diese Veranstaltung. Das ist ein Wahnsinnszeitaufwand, was Patrick Tombert hier betreibt. Und es ist unfassbar, wie viel Mühe und Energie da hinten da drin steckt. Und das wäre echt super, Donations. Jetzt kommt wieder ein Stück von mir. Das heißt Changes in Life. Das beschreibt so, dass es im Leben nicht immer auf den gleichen Pfaden geht, sondern dass es auch mal wechselt. Und in diesem Stück gibt es auch noch einige ziemlich schöne Akkordwechsel. Viel Spaß bei Changes in Life. Thank you.
So, ich würde sagen, es ist wieder Zeit, in den Chat reinzuschauen. Oh ja. Mal gucken, ob sich da noch mal was getan hat. Oh ja, jede Menge. Jetzt muss ich erstmal gerade checken, wo ich vorher war. An welcher Stelle? Ah ja, genau hier. Also, Bernd Berke schreibt, Grüße aus Ditzingen. Klasse Musik, perfekter Sound. Saxodio schreibt, hey Jonathan. Applaus. Thomas Steiber schreibt, Vater und Sohn, Professor und Studi. Glückwunsch. Joe Daub schreibt, fantastisch, diese Graf-Familie, weiter so. Liebe Grüße aus Bönnigheim, Götz und Hanna. Ah, herrlich. Brigitte P. schreibt, schickt drei Klatschzeichen und eine rote Rose. Oh. Norbert Lang, Klaus, ich wünsche euch noch viele gemeinsame Auftritte, finde ich klasse. Bobby Mohan schreibt, thank you. The Funky Dentist schreibt, ja, yeah, perfekte Veranstaltung. Daumen hoch. Ban Lum Lang Pira schreibt, very nice, wow. Very soothing music. Ban Lum, Ban Lum. Unglaublich. Ban Lum, yeah. Greatest guy on planet Earth, yes. Ban Lum. Hey Ban Lum. From Mumbai. Genau, Karin Hack schreibt, ich bin so dankbar für dieses Format. Dank an alle Akteure. Blessings to all music lovers. Holger Eschmann schreibt, tolle Musik und tolle Musikqualität. Saxodio schreibt, der Sound ist wirklich jedes Mal extraordinär genial. Herzchen, danke dafür. Lisa Schreiber, go Joni, woho. Albrecht Jentner schreibt, so viel Perfektion. Uff, eurem Haufe. Uff, eurem Haufe. André schreibt nochmal, klingt wirklich toll, super Sound, riesen Respekt und großes Danke an Patrick. Klasse Format. Und dann zum Schluss noch Norbert Lang. Klaus war für mich die Motivation, mit 49 Jahren Saxophon zu lernen. Wow. Das ist nun etwa 1,5 Jahre her und seine Konzerte spornen mich jedes Mal an. Ich habe Spaß dabei. Danke, Klaus. Großartig. Das war's für jetzt mit den Kommentaren. Natürlich könnt ihr gern alle weiterschreiben. Das können wir uns dann eben nach der Show nochmal durchlesen. Also da freuen wir uns nach wie vor, wenn ihr was schreiben möchtet. Aber ja. Auf jeden Fall. Aber vielen Dank an alle, die hier so nett waren, das zu kommentieren. Ganz toll. Hey, hat uns Axel, riesig gefreut. Axel Kühn macht es großartig hier. Ja, jetzt kommen wir zu einer neuen Komposition von mir. Das ist die Mysore Suite. Mysore Suite. Und die ist auf dieser CD drauf. Klaus Graf Quartett live in India. Diese CD, wie gesagt, gibt es erst ab dem 4. Juni, aber natürlich kann man die bei mir schon bestellen, wer Lust hat. Meine Homepage wird, glaube ich, eingeblendet. Ansonsten www.klausgraf.de, da ist es. Mir eine E-Mail schreiben. Aber was hat es mit dieser Mysore Suite auf sich? Mysore ist eine Stadt, da waren wir 2017 mit dem Quartett. Und die Stadt ist unfassbar. Die ist so ein bisschen südöstlich von Bangalore. Und da haben wir unfassbare Sachen erlebt in dieser Stadt. Und wir hatten auch einen fantastischen Gastgeber. Das war nämlich der Chris und seine Family. Chris, if you watching us, big hugs, man, to you and to your family. Obi, der erzählt mal ein bisschen was über die zwei Stücke, die wir jetzt spielen von der Mysore Suite. Das ist erstens der erste Satz, Lights of Mysore. Und der zweite Satz, Secret of Palace. Ja, der Klaus hat es ja schon gesagt, also die Gastgeber, Chris, vielen Dank. Oder überhaupt Ban Lum, Fira und Familie Roshang und alle, die uns in Mumbai beides mal schon begrüßt haben und uns irgendwie ein Gefühl von Heimat gegeben haben. Ja, und dann reist man durch Indien und die Eindrücke sind unglaublich, die Farben sind Wahnsinn, die Gerüche sind unglaublich. Jeder, der in Indien mal auf einem Markt war oder überhaupt über die Straße gelaufen ist, der kann sich da erinnern. Und nach einer Woche hat der Klaus mit seinem genialen Tour-Routing ein Sonntagabend, ich hatte davor überhaupt keine Ahnung, dass das so kommen wird, aber ein Sonntagabend als einen freien Abend, der einzig oder erste freie Abend der ersten Tour ausgesucht. Und wir sind nach Mysore gereist, um am nächsten Tag zu spielen und haben dann den Tempel besucht. Und dieser Maharaja-Tempel, in dem übrigens noch Nachkommen vom Maharaja immer noch leben, sieht so ein bisschen aus wie der Buckingham Palace eigentlich. So ein bisschen so ist es angelehnt. Auch mindestens so groß, unglaublich schöne Außenanlagen. Und jeden Sonntag um 19 Uhr gehen da
97.000 Glühbirnen an. Ganz bestimmt keine Energiesparbirnen, sondern Glühbirnen. Ich weiß nicht, ob man da gleichzeitig dann noch kochen kann oder irgendwo anders anschalten kann. Am Sonntagabend nicht. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wir waren total begeistert von diesem Tempel. Und dann wurde für uns noch eine private Führung organisiert. Und also die Lights of Mysore ist das erste Stück, was der Klaus komponiert hat. Dieses unbeschreibliche Erlebnis von diesem erleuchteten Tempel in der Dunkelheit. Und dann wurden wir als letzten Raum einen Secrets of the Temple, das wird dann gleich das zweite Stück, was von dem ersten in das zweite Stück übergeht. Und da kamen wir in einen Raum, da waren außer uns schon ganz viele Leute drin, nämlich Tiere. Da waren Tiger drin, da waren Elefanten drin, da waren Affen drin, da war eigentlich so ziemlich alles drin, was man sich vorstellen kann. Wir saßen auf Elefantenfüßen und die waren ausgestopft und haben uns trotzdem angeschaut und es hat uns etwas mit einem wirklich so geheimnisvoll, gleichzeitig faszinierend wie auch etwas sonderbarem Gefühl beschlichen. Und dieses Gefühl hat der Klaus dann in der zweiten Komposition eindrucksvoll in Musik umgewandelt. Aber wir waren uns natürlich der Ehre bewusst, dass wir als Einzige in dieses Zimmer reinkamen, weil das war nämlich für normale Touristen geschlossen. So, jetzt geht's los. Mysore Suite, Lights of Mysore, Secret of Palace. Thank you.
Ja, wir sind am Ende der Show. Fast am Ende. Ein Stück spielen wir noch. Und zwar ein Stück namens Beaufort. Das handelt von sehr viel Wind. Nicht nur auf dem Indischen Ozean, sondern auch auf dem Bodensee kann es sehr viel Wind geben. Das werdet ihr dann gleich hören. Und wir möchten uns von euch verabschieden. Olaf Polzin am Flügel, Obi Jenne am Schlagzeug, Axel Kühn am Kontrabass, Klaus Graf Saxophon. Großartig, dass ihr dabei wart. Großartig, wenn ihr diese Show unterstützt hier. Es ist wirklich fantastische Arbeit, die Patrick Tombert leistet. Und der Sound, das Bild ist immer wahnsinnig. Nächsten Sonntag, nächste Show, Selber Place, True Blue aus der Schweiz. Das ist dann Volume 40. Okay, and now, especially for our friends in India, thank you very much for joining us. Please stay safe and healthy. And I'm very sure that we will soon have left the Corona disaster behind us. And we have an offer from the German embassy to go on tour this year in October, for some concerts in Bangalore and Trivandrum. We believe in it and we hope to see you there, or we hope to see you soon. Goodbye. Ciao. Macht's gut. We'll be right back.
Dear jazz lovers, that was our show for tonight. Thanks for joining us, and we hope to see you again next time. So long, farewell, auf Wiedersehen, and goodbye. Love, Monica.